Nacht, wenn der Vollmond erwacht, kommt ein Reiter, der heißt Zorro. Er schreit, geht's an Zett, frech mit seinem Florett, das Zett, das steht für Zorro. Zorro, du kämpfst jetzt für unser Recht. Sargento Garcia und die Soldaten sind weggeritten. Alles verläuft ganz präzise nach Plan. Die Musketen sind geladen und stehen bereit. Stellt euch in Reihe. Wie viele Leute sind es denn? Nein, Bernardo. Die Aufgabe ist zu schwierig. Das ist etwas für meinen Vater und seine Männer. Ich werde es ihm sagen. Wir sind bereit, bis aufs Blut für unseren König und das Vaterland zu kämpfen, auch wenn wir dabei Leben, Ehre und Besitz verlieren sollten. Wir werden alle uns zur Verfügung stehenden Mittel einsetzen. Ich muss mit dir reden, Vater. Es ist wichtig. Bitte warte. Ich will das erst fertig lesen. Alle uns zur Verfügung stehenden Mittel einsetzen, um unseren Kindern und Kindeskindern die Segnung dieses so, Landes weiterhin... So, hör doch. Es ist wichtig. Männer mit Pistolen bleiben bei mir. Die anderen warten, bis ich die Garnisonstore geöffnet habe. Graf Kolinko, wo ist eure Waffe? Ich würde ja sehr gerne persönlich teilnehmen, aber in meiner Position außerdem habe ich keinerlei. Herr Gott, seht zu, dass der Graf informiert wird, sobald die Schießerei vorbei ist. Ja, Signor Vaga. Am besten, ihr sucht schon mal Schutz in der Taverna, bevor es losgeht. So versteht das doch. Meine Regierung darf nicht darin verwickelt werden. Bevor andere die Kohlen aus dem Feuer für euch geholt haben. Greco, öffnet dem Grafen die Tür. Señor de la Vega, willkommen in meinem bescheidenen Heim. Ich wollte nur den Wolf und nicht den Welpen. Er war zufällig auch da. Na gut, in den Keller mit Ihnen. Was steht ihr so blöd herum, Männer? Marsch auf eure Position! Hey du, bewacht die Kellertür. Ihr Schwachköpfe! Nicht alle zusammen! Mich hat keiner gewarnt. Ich konnte die Männer nicht zusammenrufen. Wir hätten das zu verhindern gewusst. Ich hatte Bedenken, dass es so weit kommen wird. Doch dass es so bald ist, war mir nicht bewusst. Señor Varga versucht sicher bald, die Garnison anzugreifen. Sargento Garcia wird sich zu wehren wissen. Nein, Vater. Sargento Garcia hat mit den Männern die Stadt verlassen.
ist da? Senor Varga, öffnet das Tor. Wache! Wache! Alles vorbei, Diego. Ein Toast, mein Freund. Los Angeles ist hiermit in unserer Hand. Und als nächster ist ganz Kalifornien. Señor Greco! Sargento Garcia kommt zurück. Señor Varga! Señor! Sargento Garcia kommt zurück! Sind alle bereit? Sie, Senor. Gut so. Die Männer im Hof der Garnison eröffnen das Feuer, sobald ihr das Signal gibt, Senor. Das wird geschehen, wenn alle die Plaza erreicht haben. Wir müssen sicher sein, dass keiner entkommen kann. Das ist ja komisch. Ist niemand da? Er ist allein gekommen. Bringt ihn zu mir. Sargento Garcia? Sargento, kommt mal her. Señor Greco, was ist passiert? Wo sind denn alle? Kommt doch bitte schnell mit rein. Was ist denn los? Señor Varga ist drinnen. Er wird euch alles erklären. Beeilt euch. Ich kümmere mich um euer Pferd. Administrator, was ist passiert? Was fällt euch ein? Was macht ihr denn mit mir? Nehmt gefälligst eure dreckigen Hände weg. Sagt schon. Wo sind eure Männer geblieben? Sie sind an der Küste. Also seid ihr allein? Oh ja. Ab mit ihm in den Keller. Don Diego, Don Alejandro. Dann hat er euch also geschnappt. Ja, leider. Sargento Garcia, wo sind eure Soldaten? Sie haben Befehl, an der Küste zu bleiben. Und bis sie wieder herkommen, ist alles zu spät. Das hört sich nicht gut an. Nein, Don Diego. Das Einzige, was mir Sorgen macht, ist, wie erfährt Zorro, dass wir hier im Keller sind. Zorro? Ja, er würde uns sicher heraushelfen, wenn er nur Bescheid wüsste. Aber wie können wir ihm eine Nachricht rausschicken? Ich bin sicher, dass er schon alles weiß, Sargento. Ab heute wird in Kalifornien eine neue Ära des Friedens, des Wohlstandes und der Zufriedenheit für alle Bürger beginnen. Für weitere Ruhe und die Einhaltung des Waffenstillstandes sichere ich den Männern, die mir Treue schwören und bereit sind, ab heute in meiner siegreichen Armee zu kämpfen, umfassende Amnestie zu. Im Auftrag seiner Exzellenz José Sebastián Varga, neuer Herrscher über ganz Kalifornien. Jetzt schickt den Pöbel in die Häuser zurück. Was haltet ihr davon, wenn wir uns in mein Quartier zurückziehen würden? Ich glaube, auf uns wartet noch ein unvollendetes Geschäft. So war das nicht ausgemacht. Ihr habt mir versprochen, das Geld zu zahlen, sobald ich Los Angeles kontrolliere. Ja, aber solange die 50 Leute von Don Alejandros Armee auf freiem Fuß sind, kann man nicht davon reden, dass ihr die Kontrolle über Los Angeles habt. Schön, lasst die Männer nur wiederkommen. Dann werde ich euch zeigen, wer die Kontrolle hat. Ja, ganz sicher. Nun, wenn sie kommen und ihr euch dieser Bande entledigt, ordne ich sofort an, dass der Betrag an euch gezahlt wird.
Wir müssen dieses Thema ein für alle Mal aus der Welt schaffen. Ich weiß genau, wie ich De La Vegas Armee loswerden kann. Señor De La Vega, ich unterbreite euch einen Vorschlag. In eurem Besitz befindet sich eine Liste von 50 Männern. Ihr bezeichnet sie als eure Armee. Ich will diese Liste. Ihr habt guten Grund, euch vor diesen Männern zu fürchten, Señor Varga. Ich fürchte niemanden. Und wozu braucht ihr dann diese Liste? Ich habe keine Lust, das mit euch zu diskutieren. Ist denn das wirklich so schwer zu verstehen? Ich mache euch folgendes Angebot. Ihr gebt mir die Namensliste und ihr behaltet euer Leben. Ja, glaubt ihr denn ernsthaft, ich könnte es in Betracht ziehen, 50 Männer in den sicheren Tod zu schicken, nur damit ich mein Leben retten kann? Kein günstiger Zeitpunkt für Heldentaten, Señor. Die Namensliste für euer Leben. Señor Varga, würde das Angebot auch für mich gelten? Was? Ich weiß, wo die Liste ist und hole sie euch, wenn ihr mich freilasst. Nun, was ist? Eure Antwort, Señor. Wenn ich euch die Liste meines Vaters herbeischaffe, lasst ihr mich dann frei? Wie kannst du das sagen, Diego? Aber Don Diego... Es tut mir leid, Vater, ich ertrage es nicht, eingesperrt zu sein. Hast du solche Angst vor dem Tod, Diego? Don Diego, ihr dürft diese Männer trotzdem nicht verraten. Aber ich kann nicht anders. Ich schäme mich für dich. Kommt. Nun, Don Diego, wo ist die Liste? Ich hole sie, wenn ihr mich loslässt. Ihr werdet auch so verraten, wo sie ist. Nein, so bekommt ihr sie nicht. Also, wo ist die Liste? Und versucht nicht, uns reinzulegen. Hier ist sie. Ich verstehe das nicht. Warum dauert das so lange? So weit ist der Weg zur Hacienda doch nicht. Ich glaube, da ist etwas schiefgegangen. Sag das ja nicht. Das Einzige, was schiefgegangen ist, ist, dass ihr euch nicht an die Abmachung haltet. In eurem Interesse werde ich so tun, als ob ich das nicht gehört hätte. Ihr kontrolliert Los Angeles nicht. Und mittlerweile glaube ich, es kommt nie so weit. Impertinenz, absolute Unfähigkeit und Verrat ist alles, was mich hier umgibt. Ganz zu schweigen von Dummheit und Ignoranz. Alberto. Nehmt zwei eurer Männer und reitet sofort los. Macht euch auf den Weg zur Hacienda. Ich will wissen, wo Greco ist. Und kommt unverzüglich zurück. Das ist ein Befehl. Wo ist Don Diego? Was seid ihr gewesen? Seid ihr verletzt? Señor Greco, irgendetwas scheint nicht in Ordnung zu sein. Don Diego, er ist geflohen. Ich habe doch nur in den Kamin gegriffen. Wo ist sie? Wo ist die Liste mit den Namen? Wir konnten sie nicht kriegen. Was? Ihr habt sie nicht? Nein. Habt ihr es überhaupt gesehen? Ich bin nicht sicher. Don Diego muss sie mitgenommen haben. Ich würde so gerne etwas Wasser haben. Gebt mir Wasser, bitte. Da seht ihr, ich hatte recht, Señor Varga. Ihr kontrolliert hier ja doch nur einige sauber gefegte Straßen und ein paar leere Häuser, sonst nichts. Und ihr erwartet, dass ich euch dafür 13 Millionen Pesos zahle? Ihr werdet bezahlen. Ach ja, hiermit teile ich euch offiziell Folgendes mit, Señor Varga. Unsere Abmachung ist hinfällig. Diese Abmachung gilt so lange, wie ich es sage, Graf Kolinko. Denn ich befehle hier. Oh nein, Señor, in diesem Fall nicht. Ich werde mich zurückziehen, denn mein Land kann es sich nicht leisten, hierin verwickelt zu werden. Geht und sucht den jungen De La Vega und erschießt ihn sofort, wenn ihr ihn seht. Erzählt mir genau, was passiert ist. Don Alejandro.
Frau! Frau ist hier! Frau ist hier! Die Gefangenen! Sie sind aus dem Keller entkommen. Sie sind jetzt im Haus. Stürmt das Haus und ergreift sie! Den Wagen um. Kommt, Don Alejandro, wir gehen hinten raus. Zurück! Schnell, wir verbarrikadieren die Tür. Sind da hinten nicht noch mehr? Ach, ich hab vergessen, dass er nicht hören kann. Wie gut, die sind ja alle geladen. Ist noch mehr Schießpulver da? Ist doch egal, ich habe immer Vorrat dabei. Mehr Musketen und Schießpulver haben wir nicht, aber das hält sie uns erstmal vom Hals. Das ist eine gute Idee. Gebt ihm euer Schießpulver und er kann nachladen, während wir feuern. Dass sie entkommen. Geht rein und verhaftet sie. Nun macht schon! Ganz ausgezeichnet, Garcia. Ich glaube, er schafft es. In der Ecke können sie ihn nicht erwischen. Sorge. Pulver ist ausgegangen. Wartet mit dem Schießen, bis ihr ganz sicher seid, dass ihr auch treffen könnt. Sie? Wir lassen sie erst nah herankommen, damit sie denken, dass uns das Pulver ausgegangen ist. Wenn wir dann wieder anfangen zu feuern, werden sie ganz schön verwirrt sein. Offensichtlich haben sie kein Pulver mehr. Stürmt jetzt die Vordertür. Ihnen ist die Munition ausgegangen. Euch kann nichts geschehen. Doch noch Munition und hätten mich fast getroffen. Alfredo. Signor Vaga, wartet auf mich! Signor Vaga, lass mich doch rein! Signor Vaga, lass mich doch... Was ist da draußen los? Lasst uns sofort hier raus!
den Kerl besiegen! Also, ihr schafft es! Gnade, lasst mich leben! Senor Zorro, könntet ihr uns bitte hier rauslassen? Wir wollen mitkämpfen! Der Schlüssel zur Zelle ist hinter dieser Tür! Wart euch doch so sehr auf mich zu warten, Senor Varga. Nie im Leben war ich so froh, euch alle auf einem Haufen zu sehen. Aber woher wusstet ihr, dass wir euch brauchen? Ihr hattet doch Befehl, an der Küste zu bleiben. Aber wisst ihr es denn nicht? Don Diego hat uns geholt und berichtet, dass ihr in Schwierigkeiten seid. Diego, deshalb hat er uns im Keller gelassen, damit er Hilfe holen kann. mein Sohn, ich bin stolz auf dich. Bist du auch nicht verletzt? Stell dir vor, gegen diese enorme Übermacht haben wir es geschafft. Wir waren nur zu dritt im Haus, doch Zorro hat uns geholfen. Ach, Diego, ein Anblick war das. Ich wünschte, du wärst dabei gewesen. Es war bestimmt spannend, das glaube ich gern. Und Sargento Garcia, er blockierte allein die Tür und hat alle Männer aufgehalten. Und Bernardo, er war einfach hervorragend. Ich wünschte, du hättest uns sehen können. Das hattest du doch bereits gesagt, Vater. Tut mir leid, ich habe dich vergessen. Was du getan hast, war überaus wichtig. Schließlich hast du Hilfe geholt. Das kann in mancher Situation weitaus wichtiger sein, als zu bleiben und zu kämpfen. Präsentiert das Gewehr! Ist das nicht schön, mein Sohn? Unsere Flagge ist wieder gehisst.